Das Versäumnis, dass wir nicht wirklich ausfüllen konnten in dieser zweiten Kommission, ist die Reflexion des geteilten Deutschlands in der Zeit des Kalten Krieges. Auch für die zukünftige deutsche Politik und ihr Verständnis wäre es wichtig gewesen, sich noch einmal anzugucken, wie nach dieser Hitler-Katastrophe der Neuanfang in diesen beiden besetzten Teilen Deutschlands ausgesehen hat, wie sie involviert wurden in diesen Kalten Krieg und wie abhängig deutsche Politik ist von den internationalen Bedingungen. Und diese Aufgabe hat die Kommission aus meiner Sicht nicht wirklich lösen können, weil dafür gab es kein wirkliches Interesse. Es gab kein Interesse an dieser schwierigen, aber notwendigen Reflexion der Lehren, wenn man das Wort mal benutzen will, dieser Teilungsgeschichte. Ansonsten war die Scheidelinie zwischen den Sozialdemokraten und den Christdemokraten in der ersten Kommission die Sorge der SPD, dass die Entspannungspolitik von Brandt und Schmidt beschädigt würde. Das war eine große Sorge und da haben sie auch viel Aufwand betrieben. Was mich enttäuscht hat damals, war, da beziehe ich mich mit ein, dass wir nicht verstanden, dass diese Entspannungspolitik aus der damaligen politischen Konstellation in Europa und in Deutschland gewachsen ist. Der Adenauer hat schon mit Brandt Anfang der 60er darüber diskutiert, naja, wir müssen uns mit Russland verständigen, wenigstens modus vivendi, um die Sicherung von West-Berlin hinzukriegen. Die Frage der Einheit ist eine der fernen Zukunft. Wir wissen nicht, wann die kommt. Das heißt, dieser Respekt, dieses Agieren in den internationalen Konstellationen, das wurde vor allen Dingen in der zweiten Kommission sehr deutlich, wo der Hans-Adolf Jacobsen, einer der großen Politikwissenschaftler der Bonner Universität, und ich vergeblich versucht haben, diese internationalen Rahmenbedingungen der Politik im geteilten Deutschland nochmal uns vor Augen zu führen. Das ist uns aber im Prinzip nicht wirklich gelungen.